Also ich finde, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Rechtsradikale Gewalt, nicht nur, also gegen jüdische Mitmenschen, gegen muslimische Mitmenschen, sind nicht nur seit Halle und Hanau auf der Tagesordnung, sondern haben einfach ein System. Und das Einzige, was uns bleibt, ist dagegen zu arbeiten. Mit allen Mitteln, die wir haben, politische Arbeit und künstlerische Arbeit. Mir war es sehr, sehr wichtig, mit Mitteln der Kunst so einen Ausdruck zu finden. Und durch Kunst, durch die Auseinandersetzung mit Jugendlichen, hat man immer einen direkten Bezug. Dann traf es sich, dass wir im Bundesverband ein tolles Gespräch hatten und ich wusste, das ist ein unglaublich großartiges Team, interkulturell. Ich möchte zu diesem Thema arbeiten. Und wie schaffen wir das, mit den jungen Menschen zu arbeiten? Also wie schaffen wir das, mit einer Generation zu arbeiten, die jetzt 17, 18, 19 ist, die nachgeboren sind, die sich damit nicht identifizieren können? Also wie schafft man diese Brücke? Dann war die andere Frage natürlich, was hat das überhaupt noch mit uns zu tun? Das, was man sehen konnte, war, dass am Anfang wirklich ein großer Widerstand war. Und dann gab es wirklich wie so eine Einheit, die sich sehr angegriffen fühlte. Also die Nachgeborenen, die hier sind, die sagen, eigentlich hat das mit uns nichts mehr zu tun. Und unsere Aufgabe war, in einem Gespräch zu erklären, ihr seid nicht schuld, aber ihr tragt Verantwortung. Als erstmal Individuen, die in einem Raum leben, die Deutsch sprechen. Und genauso wie ich oder jeder andere, der aus einem anderen Kontext kommt und sich entscheidet, in Deutschland zu leben, muss man sich mit der Geschichte beschäftigen. Ich glaube, das haben die verstanden und mit den Fragen nach und nach in diesen 9 Monaten und vor allen Dingen durch das offene Fragenstellen mit den Zeitzeugen, sind sie in etwas gekommen, was ich beschreibe das als Empathie. Sie haben es geschafft, ihre Herzen zu öffnen, ihre Gedanken, um dem Raum zu geben. Die Begegnung mit den Zeitzeugen war sehr aufschlussreich. Und man hat plötzlich jemanden vor sich, der extrem viel erlebt hat. Und man sieht es dem an. Und das war sehr aufregend. Mir ist einfach nochmal viel klarer geworden, was damals alles passiert ist und was die Menschen damals durchleben mussten. Persönlich war es vor allen Dingen den Kontakt zu den Zeitzeuginnen. Und das ist etwas, was man nicht vergisst, wenn man das einmal erlebt hat. Ich habe herausgefunden, dass man immer weiter die Geschichte erzählen sollte, immer mehr Menschen damit berühren sollte und vor allem nie vergessen darf, was geschehen ist und verhindern sollte, dass sowas jemals wieder passiert.